Moinsen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carforce Sales Simulator. Oder, wie das da hinten steht, Scotty Cars. Genau, wir haben beim letzten Mal ein paar Autos gekauft. Boah. Ein paar, vor allen Dingen. Das hier, das habe ich reparieren lassen schon mal. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen noch tunen. Sobald hier das Auto weg ist, fahre ich dahin. Und dann gucken wir mal, was der schöne, nette Herr hier noch was zu bieten hat. Hier ein Rennsetter packen wir rein. Das fehlt Turbo, das darf auch nicht fehlen. Definitiv nicht. So, tief genug ist er, glaube ich, schon, oder? Können wir noch einen Tacken tiefer? Ja, passt. Sieht auch noch gut, ganz gut aus, würde ich sagen, oder? Beleuchtung. Was machen wir mit Beleuchtung? Ich würde sagen, so. So. So ist cool, ne? Genau. Platte kriegt er das, die Platte drauf. Rad. Würde ich sagen, nehmen wir das hier. Und jetzt noch rüber. So. So würde ich das machen. Ja, es ist ein nobles Auto, das darf das. So, mach's einmal sauber bitte. Danke. Ich mache in der Zeit Foto. Ach, schade. Ich schaff's. Ja, genau. Ich mache ein Foto von dir, wie du den Wagen sauber machst. Ja. Perfekt. Dann verkaufen wir die Autos eben noch. So, dann haben wir. Wie wichtig ist, wollen wir ein Auto für uns behalten hiervon? Das wäre schon cool, oder? Was haben wir denn dafür bezahlt? 6.000. Kaufpreis 5.000. 15.000. Also sind das dann knapp 20, 21, 21, 5. Ja, das ist knapp 21, 22 sein. Aufgerundet. Ja, muss man mal gucken, ne? Oder lieber so einen tollen Kuf. Audi hier. Ah, wenn ich so ein richtig cooles Auto habe, ne? Demnächst. Dann werde ich mir das vielleicht snacken. Okay, haben wir alle. Dann können wir hingehen. Dann machen wir Dodge Charger. Das verkaufen für 42.000. Immer Höchstgebot, immer Höchstgebot. Ja. Den Audi Q. Für, guck mal, der wirft gar nicht so viel ab. Der wirft gerade mal. Boah, bin ich schon mal schon im gelben Bereich wieder. Ne? Bin ich fast im roten, wenn ich, vier, wenn ich mehr ab 12, 8, also 13 habe. Und gekauft haben wir den für 5.000, also. Ja, komm. Machen wir 12 raus. Audi braucht noch so ein Bild. So. Dann das.
Ist der hier wahrscheinlich, ne? Posttitel. Ja, Posttitel brauche ich nicht. So, Nummer 15. Den siedeln wir an bei 69. So, Leute, 69. Und alle Autos zum Verkauf angepriesen. Jetzt gehen wir at home. Und zwar nicht mehr in den Container. Wir fahren in die Nachbarschaft. Gehen dann rüber in unser Haus. Zack. Ist das nicht geil, das Häuschen hier? Wie gesagt, da fehlt mir immer noch ein Zimmer. Vielleicht habt ihr ja schon drauf geantwortet. Das weiß ich nicht. 300.000, wow. So. Also, im Schlafzimmer. Schick, ne? Ich finde das Bett auch ganz nett. Und Wohnzimmer mit Schreibtisch. Da kann ja auch schlafen gehen. Naja, gut. So. Schlafen will ich aber nicht. Ich will jetzt zurück in mein Büro. Guck mal, der wäscht schon wieder. Cool. Und es kommt schon Kunden. Ja, ihr könnt jeden alles nehmen, was ihr wollt. Also, wenn es der richtige Preis ist. Okay, fangen wir mit dir an. Was möchtest du? 42.000 will ich haben. Wie viel bietest du? 29. Und du? Siebenunddreißig. Machen wir 39 raus. Dann ist verkauft, gehört's dir. Super, und du? 12 will ich haben, 11, 7. Ja, vielleicht ist einer mit bei, der mir genau für 12 abkauft. Elf, sieben, ja, wart's ab. Ich muss die anderen noch befragen. Kleiner Augenblick. Du bist ganz raus. Also auf 12 will ich haben und du sagst mir 11, 7. Ich nenne dir jetzt einfach nochmal als Schnäppchen 12.000. Was passiert dann wohl, wenn ich das jetzt mache? Witzig. So, dann du, der Wagen. 69.000, was bietest du? Warum so wenig? Dreist. Der war eigentlich vollgetankt, Junge. 60.000, guck mal. Und wenn ich dir jetzt ein Schnäppchen nenne, wir kommen von 69 auf 67.000, nach 65.000. Ich gehe dir direkt 5.000 entgegen. Boah, geil. Ich hätte wahrscheinlich jeden anderen Preis nehmen können, aber gut, das sind die Preise, die jetzt nicht wehtaten. Ich habe trotzdem genug Geld gemacht. Ja, und so schnell kann es gehen. Auktion. Ach, verdammt, diese hier bei uns, ne? 3 PM, wie viel haben wir? Ach, wir haben noch Zeit. So, jetzt warten wir, bis die Auktion wiederkommt. Wieder da ist, wollte ich schon sagen. Bis die Auktion beginnt. So, die Auktion läuft, Leute. Das erste Auto. Oh.
Egal, machen wir mal. Ich würde sagen, es ist meins mit 86.000. Naja. Oh, den zweiten will ich nicht. Nee. Aber 14. 14,2. Hinterher muss ich das Auto kaufen, oder? Naja. Zu spät. Ah, der ist cool. Startgebot 370.000. Gucken wir mal, wo er hingeht. Noch brauche ich nicht bieten. Also wir gucken erstmal nach. Wenn wir sehen, da bietet keiner mehr, dann bieten wir vielleicht noch. Je nachdem, wo er ist. Startgebot 370. Wir sind jetzt gerade bei 437. Meins. Aber jetzt, das Geld ist, mein Geld ist weg, ne? Aber ja, egal. Wir bieten einfach. Vielleicht bietet er gut was. Den versuche ich auch noch zu kriegen. Einfach nur, weil ich es will. Mal warten, bis der letzte. Was kostet denn der Wagen beim Verkauf, oder? Deswegen bin ich spannend, aber jetzt echt noch nicht mehr so hoch, ne? Na, egal. Na, gehen wir auf die 50.000 noch zu? Na Leute, 48. Komm. Kauf kein Mensch mehr. Meins. Perfekt. Ja, danke, danke, danke. Auto. Okay. Also du gehst auf die Bank. Boah, Alter, du hast mir Geld gekostet, aber egal. Du hast auch keine Schäden. Nice, dann kommst du abgeholt. Und hast auch keine Schäden, okay. Motorschein hat er schon, ne? Keine Probleme? Was funkt denn da so? Nee, ist normal, dass das so funkt, ja. Ja, vorgedankt.
Ja, den würde ich ja gerne für mich behalten, aber noch kann ich das nicht. Noch kann ich das nicht. Das ist jetzt zu großer Verlust, würde ich sagen. Ich glaube, den hier, den nehme ich für mich hier. Jetzt haben wir noch kaputt. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nach Hause und den Rest sehe ich dann in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt zwei Autos gekauft, beziehungsweise drei. Und eins werde ich mit davon halt beim nächsten Mal schnappen. Vielleicht ist es sogar der hier. Der gefällt mir hier ganz gut. Lasst euch überraschen, welches Auto ich nehme. Und ob wir das da wegkriegen, weil das funkt, obwohl der Mechaniker sagt, keine Probleme. Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch was und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da und ein Abo nicht vergessen, wäre ganz cool. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao.